Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir sind gemeinsam im Scania unterwegs durch Europa im Euro Truck Simulator 2. Haben in der letzten Folge eine Ladung Schlepper ausgeliefert nach Craiova. Und ja, mal gucken, wo wir als nächstes hinfahren. Lassen wir uns überraschen. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und dann auf nach Craiova. So, wie heißt das Dorf denn jetzt hier? Craiova heißt das, okay. So. Keine Treffer, demnächst meine Auswahl. Wie? Achso, dann gibt es hier keine. Craiova, Subotica, Serbien, 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 Belgrad, Arad, Russe. Craiova, Russe. KitKat Bars. 17 Tonnen KitKat. Alles You've klar. got the contract. Now Lasset uns go. 17 Tonnen KitKat durch die Gegend schluren. Wo müssen wir denn hin? Nebenan? Na komm, lad. Zu DB Schenker. Alles klar. Ich würde sagen, wir ignorieren mal seine Routenvorschläge und fahren stumpf links rum. Weil dann erkunden wir noch ein Stück Karte. Dieses kleines Schildchen. Keep right Guck and then mal. turn Ach hier, die left. Bonzenautos sind auch schon da hier, die teuren. Okay, let's find a new route. Okay. Wenn's denn sein muss, du Idiot. Fahr doch mal da lang, was ich dir sag. Mensch. Tu das, wenn Not. Keep left, Ich mag das, dass er then das so turn genervt left. sagt. Ich finde das schön. Actros, ein Alpha, was ist das? Turn left. Turn left, jawohl. Was hat er da hinten drauf? Eine Spritze. Das nächste Fahrzeug ist ein Landwirtschaftssimulator. Ist das ein Volvo da? Ne, Mazda. Keep left and then turn left. Okay, I keep left and then I turn left. Oh, PKWs mit Anhänger gibt es Turn jetzt auch schon. left. Okay. Kannte ich noch nicht. Schöne G-Klasse. Ach, ein aktueller Sprinter da hinten. Schön. Schön, schön, was hier alles so rumfährt. So, und ich gehe gleich mal in die rechte Spur, weil ich wahrscheinlich dann gleich nach rechts muss. Ach, scheiße, ich muss doch links. Ha. Turn left. You have Tja, arrived at your welcher. destination. Ja, welcher Your dieser Auflieger wohl drive is meiner now ist? finished. Das wohl der ist, wo KitKat ganz groß draufsteht. Kann ich ihn jetzt eigentlich einfach anpicken? Ja, müsste gehen, ne? Ne, geht nicht, okay. Ich muss tatsächlich erst hin und den Auftrag annehmen. Hätte sein können, dass ich die einfach auf den Haken nehmen kann und dann damit loseiern, aber geht wohl nicht. Ist zwar auch wieder direkt um die Ecke. Pedal to the metal, man. Pedal to the metal, man. My pedal is immer to the metal, man. Sollte ich noch einen Gang einlegen, dann fährt er auch los, ne? Das könnte helfen. So. Turn left. Jupp. Seid ihr da drauf? Haken da? Sah so aus, Take ne? the first exit. Ach guck mal, hier können Sie sich denn im Falle eines Falles, wenn Sie wen suchen, können Sie sich da Exit oben ein now.
verschanzen, können sie den direkt mit dem MG aus dem Auto schießen. Hotel, schicker rosa Schrift. Was so für ein Hotel ist. Turn right. Yeah. Jetzt fahren wir nach Bulgarien, ne? Genau, wir sind jetzt in Rumänien und jetzt fahren wir nach Bulgarien. Feuerwehr ist auch schon da. Gegenüber flackert der Bordstein ein bisschen. Hier auch. Ah, hier überschneiden sich wohl so ein paar Objekte, wa? Naja. Ende von Craiova. Spritsparen fahren ist schön, aber ich beschleunige lieber stark. Ein Pajero. So. Jetzt kann man immer noch runterschalten und Drehzahl Spritsparen fahren. Jetzt, wo wir eh schon wieder zu schnell sind. So, runter auf 86. Oh, das ist doch schön hier. Sonnenblumenfelder, große Wiesen. Aber ich glaube, das sollen Felder sein, oder? Ich weiß es nicht. Also weiter. Yep. Schön kleines Gehöft hier. Ein bisschen, ja. Mittendrin der obligatorische Plattenbau. Ja. Das ist so. So. Feuer frei. Schon tanken? Ne, das reicht noch, ne? Ja. Was reicht, bis wir da sind? Was sind das? 500 Kilometer oder was habe ich da, ne? Guck mal, 178 Kilometer ist ja quasi ums Eck. Das lohnt sich dann ja schon gar nicht. Nur Kurzstreckentouren. Er steht, warum steht er? Ach, Baustelle. Hier, der ist auch vernünftig beschildert. 33-12-03. Nicht so wie die anderen Trailer. Kommt der her? Finnland? Nee. Norwegen? Kann ich nicht erkennen. Naja.
Der hat aber geglänzt, der MAN. Also der Trailer von dem MAN. Viele Arktrosse. Keep right and then exit right. Okay. Nach Bukarest. Exit right. Yep. So. Na komm, Gang runter. Noch einen Gang runter. Schnell genug, jetzt kannst du die Automatik machen. Oh, wie viel Sprit haben wir noch? Was schaffen wir noch? 1000 Kilometer. Gucken wir mal. My Lord. Hier, da wieder 143er. Schön, 143 M. Das T-Modell wäre nochmal geil. Go straight. Yep. Das wäre sowieso der nächste. T-Modell. Schönes Scania T-Modell. Wer wird der hier verkauft? Wenn wir verkaufen nicht, dann kriegt den hier ein Fahrer. Schönes T-Modell mit Haube vorne. Die finde ich schick. Scania ja die letzten. Ja, ist eigentlich. Müssten Scania die letzten Europäer gewesen sein, die das noch verkauft haben. Wenn man mal von Volvo mit seinem VNL absieht, aber der ist ja eigentlich für einen nordamerikanischen Markt gedacht. Auch wenn er hier teilweise auch rumfährt. Da ist die Spur zu Ende. Oder zumindest wird es um einiges schmäler. Wo soll ich denn hier fahren? Ja, in der Mitte, wa? Ui, machen wir beide Spuren dicht. So, 100. Mein Autopiloten auf 100 setzen. Tempomat heißt das Ding. Ah, Tanklaster scheinen nur die TGAs zu sein. Ich habe noch nichts anderes gesehen. Immer nur ein TGA. Also die Tanklaster als Solo-Maschine. Als Nicht-Sattelzug. Waren wir hier schon mal? Oder hat er bloß so viel vorgeladen schon? Ne, der hat nur so viel vorgeladen. Da ist ja Bukarest schon. Wo müssen wir hin? Nach Bux, ne? Ist das da vorne? Man kann es nicht lesen, was da dran steht. Bauhaus, glaube ich. Keep right. Ja. And then exit right. Keep right and then exit right. Okay. Okay, my friend. Exit right. Yes, sir. Erste Aufenthalte Bukarest. Das ist dann die. Wow, Alter. Take the second exit. Diese bösen Steam Achievements. Ich habe auf das Steam Achievement geguckt und habe dann die Kurve nicht gesehen. Den Achievement Fortschritt, den blenden wir mir hier ein. Ach, Bauhaus stand da drauf. Okay. Da wäre Bauhaus. Was ist da hinten für Bunker? Get ready to turn right. Alright, I get ready to turn right, my friend. Yes. Turn yes, right. Sir. Turn right. Pepsi! Ich mag keine Pepsi, darf ich dagegen fahren? Vielleicht ist es auch so, dass tatsächlich die KI einen teilweise vorlassen will. Kann ja sein.
Ist da links noch eine Baustelle darstellen, oder? Könnte. Oder ist das, ja, eine Straße ist auf der Karte ja nicht zu sehen, da wird das eine Baustelle sein. Allzu weit scheint es nicht mehr zu sein. Sind wir hier innerorts? Nee, sind wir nicht. Gut. Ah, das sind Schienen! Ah, okay, das ist eine zweigleisige Strecke. Das sah aus dem Augenblick, sieht das aus, als wenn das zwei Leitplanken wären, aber das sind Schienen. Alles klar, hätten wir das auch wieder geklärt. Da ist ein Bahnhof. Get ready to turn right. Okay, get ready to turn right. First we overdrive some Footgängers. Ach, war keine da, Glück gehabt. Hier rein, turn ne? Right. Ja. Get ready to turn right. Yes, yes. I'm so ready to turn right. Turn right. Yes. I always wanted to turn right. We go to Ruse. Wer da hinten drauf? Platten. So, Tempomat. Geht das hier so bergauf? Hm. 70 darf ich. Ich habe auf 76, ne, auf 74 so. Ich brauche mehr PS. Spur halten, mein Freund, Spur halten. Echt 70 die ganze Zeit? Dann fahren wir eben 70. Da vorne qualmt. Right. Okay, wir wollen wieder right turn. Na, da hinten ist, ich sehe das Ziel schon fast, wa? Da hättest du auch mal sagen können, dass hier erstmal eine brutale Kurve kommt. Turn right. Den ist bestimmt auch schon öfter einer ins Wohnzimmer gefahren. Luke Oil. Schon zu Luke Eulen? Nö, das geht noch, ne? Ja. Ach, weil hier die Grenze ist, deswegen hier. Ist die Grenzstation. Ist das eine EU-Außengrenze? Ne, ne? Also kein. Okay. Okay, haben sie da, ja, ja, haben sie die Grenzstation hier hingebaut. Deswegen haben sie die Straße gerade außen hier. Muss so erstmal drauf kommen. So, dann sind wir jetzt in. Was ist denn das? Bulgarien? Bulgarien, ne? In Bulgarien darf man anscheinend nur 30 fahren. Ein teures Boot. Hinten dran. Schönes großes Schiff da rechts. Da. Schöner Fluss. Ist doch herrlich. Schön hier. Brücke hat leichte Flackerungen, aber gut. Okay, hier ist jetzt die nächste Grenzstation, was? Russland? Nee. Bulgarien. Ich konnte das Grün gerade nicht so ganz erkennen. Deswegen sah das ein bisschen aus wie Russland.
Haha! Take the second exit. Erstmal. Guck mal, die gibt's anscheinend auch nur mit Volvos drunter. Ah, da war ein alter MAN unter dem Kran. Auch schön. Entdeckt immer noch was Neues. Die Wohnwagen sind auch alle unterschiedlich. Quellfrisch aus dem Münsterland. Junge, Junge, du bist aber ganz schön weit unterwegs hier. Das Münsterland sind ein paar hundert Kilometer. Wenn man nicht tausend. Welcome to Bulgaria. Bulgarien? Nein. Keep right. Ich weiß es nicht. Was Bulgarien? Right. Sind wir jetzt in Bulgarien? Ich kann mir die ganzen Fahnen nicht merken. Oh nein! War hier 50? Verdammt! Ich dachte, das sah so autobahnmäßig aus. Das meint ihr doch absichtlich. At the roundabout. Das ist doch Abzocke! Exit. Wegelagerer! Exit now. King of the Road damals hätte ich ihn einfach von der Straße geschoben. Ah! Wenn sie mit dem Kampfhubschrauber gekommen, hätten mich abgeschossen, aber. Ah, PKP Cargo ist hier auch unterwegs. Ein ganzes Stück bis nach Polen. Ah, ja. So, keep left. Ja, ist hier eine zweispurige Straße? Ich weiß es nicht. Ich darf nur rechts. Wofür ist dann diese Spur da, wenn ich nur rechts abbiegen soll? Hm. Naja, ist mir auch egal. Ach, hier geht's sowieso nur zu der Firma hin, wa? Get ready to turn right. Yes, sir. Erster Aufenthalt in Russe. Turn right. Das ist jetzt dann Stadt Nummer 3, glaube ich, hier im Balkan. Guck, was steht denn da? Halt, stopp, will ich mir genauer angucken. Was ist das denn? Was ist das? Das muss irgendwas Osteuropäisches sein. Vermute ich mal, der PKW. Kenne ich auf jeden Fall nicht, das Modell. Zu Barbaros soll der Kram, glaube ich, ne? Scott Lee. Irgendwo, nirgendwo hier. Ein Gerumpel, wenn ich hier das Fossilback vom. Oh ja, ist nur am Vibrieren. Mal aus Fossilback, mal lieber wieder aus. Get ready to turn. Steht da? Das könnte ein Lada sein. Turn right. Moskvitch, irgendwie sowas. Hier wieder die guten Deutsch-Fahrmähdrescher. We're here. Right on time. Exquisit. Right on time. Entschuldigung. So. Mammut Ferry Transport. Okay. Hier rechts stehen die Dinger. Da sieht man sie. Da muss der Trailer vor. Passt nicht? 2 Meter zu weit rechts. Aber nur gerade zurück. Rum, rum. Steht. Stunden 9 Minuten 121 Liter. KitKat von Craiova nach Russe. So, wir wollten ein bisschen mehr Distanz hinter uns bringen, ne? Nicht immer nur 3 Meter Strecken hier. So,
Das war der Süßigkeiten-Express. Ja. Wir sind in Russe angekommen. Oder wie auch immer man es ausspricht. Ja. Kleine Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne wieder vorbei. Lasst gerne einen Kommentar da. Lasst doch gerne einen Daumen da. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu. Ich streame ja auch andere Dinge, die hier nicht auftauchen, weil ich der Meinung bin, dass sie für hier uninteressant sind für YouTube. Ist unten verlinkt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in Russe. Russe? Russe.